Bevor wir mit den Ausgaben weiterfahren, nehme ich noch ein paar Formatierungen vor. Zunächst einmal soll in dieser Spalte F ein einheitliches Zahlenformat mit Währung eingestellt sein. Das Zahlenformat findest du im Startbereich hier in der Mitte. Im Moment ist Standard eingestellt. Und da hast du verschiedene Voreinstellungen. Ich wähle in diesem Fall Buchhaltung. Und du siehst, es ist Schweizer Franken und mit zwei Kommastellen eingestellt. Falls bei dir jetzt nicht Schweizer Franken eingestellt sein sollte, so müsstest du möglicherweise in den Optionen noch die Landeseinstellungen ändern. Excel weiß in meinem Fall, dass ich in der Schweiz arbeite und entsprechend wird die Landeswährung gewählt. Dann habe ich hier bewusst die Spalte etwas zu schmal gemacht, um dir zu zeigen, was passiert, wenn es zu wenig Platz hat. Dann wird der Betrag nämlich durch diese Rautenzeichen ersetzt. Das lässt sich leicht beheben, indem man die Spalte etwas breiter macht. Auch die Spalte E soll mit demselben Format versehen sein, also Buchhaltung. Und übrigens, falls dir das jetzt nicht passt, kannst du über weitere Zahlenformate hier noch Anpassungen vornehmen. Du könntest hier jetzt eine andere Währung wählen oder diese anders schreiben lassen, dann die Anzahl der Dezimalstellen noch ändern und so weiter. Nun, diese Zeile 8, das ist ja das Total der Einnahmen. Diese ganze Zeile, die soll fit sein. Übrigens, falls diese Zeile bei dir jetzt zu nahe an den Beträgen da oben ist, so kannst du dich mit dem Mauszeiger, wenn sie ausgewählt ist, dem Rand nähern und du siehst, er verwandelt sich in ein Verschiebesymbol und so kannst du diese Zeile nach oben oder nach unten verschieben. Über diesem Total soll eine Linie erscheinen. Dieses Rahmenwerkzeug ist da bei der Formatierung. Rahmenlinie oben und doppelte unten wird vielfach für das Total benutzt. In diesem Fall wählen wir jetzt nur Rahmenlinie oben. Übrigens, all diese feinen grauen Linien, die sind nur Hilfsmittel, die werden dann im Druck nicht sichtbar sein. Jetzt wäre auch die Gelegenheit, um die Datei zu speichern. Das kannst du mit diesem Symbol in der Ecke machen oder über Datei speichern. Mit Durchsuchen wähle ich den richtigen Speicherort aus, in meinem Fall jetzt den Desktop, und gebe einen Namen. Und das Dateiformat ist schon richtig eingestellt, der Vollständigkeit halber einfach diese Übersicht. Du siehst, du hättest ganz verschiedene Alternativen. Allenfalls, wenn du die Datei jemandem schicken möchtest, der Excel selber nicht installiert hat, müsstest du auf ein anderes Format ausweichen. Wir bleiben bei Excel Arbeitsmappe und ich tippe auf Speichern.